28 Minuten. Was ist das? Pokémon Mania in Deutschland. Fokus TV Beitrag. Ich will nur mal reingucken. Ein Monster macht Karriere und nun auch Deutschlands Elternschaft ziemlich sprachlos. Nach den nervenaufreibenden Tamagotchis und den etwas beschränkten Teletubbies haben es ambitionierte Mütter und Väter nun mit einem ganz sie hat gerade die Teletubbies gedisst. Pokémon. 150 dieser merkwürdigen Ungeheuer Pokémon. Gibt es, die mittlerweile Gameboys, Sammelkarten und jetzt auch die Kinoleinwand bevölkern. Deutschlands Kids sind im Jagd- und Sammelfieber, Eltern hingegen sehr verzweifelt und das aus gutem Grund, denn die knuddeligen Dinger machen nicht nur süchtig, sondern auch arm. Direkt vom Olymp Donner, Pokémon Stadium, Freunde. Ich immer bewegen und die anderen K.O. schlagen. Das ist schön. Ja. Abzocke. Einer von uns. Einer von uns. Sie sind klein und hässlich. Sie existieren. Was? Da ist Meryl und Raichu und Tragosso. Okay, Snubbull kann ich verstehen. Aber bei Meryl, das ist so knuffig, Meryl. Du, ich wollte gerade sagen, du bist klein und hässlich. Sie existieren im Kino, im Computer, auf Spielkarten und mittlerweile in fast jedem Kinderzimmer. Pokémon, die Taschenmonster aus Japan. Das ist Quapuzzi, das ist ein Wasser-Pokémon. Habe ich gehabt, das Plüschtier, war mein erstes Pokémon-Plüschtier tatsächlich. Weil es das letzte war, was noch da war. Es ist klein und hässlich. Es ist, Quapuzzi war echt nicht hübsch, aber ich habe mich gefreut, dass ich überhaupt eins hatte, weil... Ja, hier, Corona-Krebs, ey. Corona... Junge, okay. Durch so abenteuerliche Attacken wie zum Beispiel Aquaknarre. Und man kennt sie, die abenteuerlichen Attacken, Freunde. Wie Aquaknarre, die abenteuerlichen Attacken. Der Blubstrahl kann er insbesondere Feuer-Pokémon sehr schnell außer Gefecht setzen. Es ist Donnerstag, Pokémon-Premierentag. Aber jetzt geht's los, Leute. Kino. Pokémon der Film. Ich war auch da, Freunde. Ich war natürlich auch eins dieser ganzen Kinder. Ein wichtiger Tag für Sassan, Daniel, Sebastian und Niklas. An der Kasse liegen bereits ihre Tickets und dazu je eine Pokémon-Sammelkarte, die sonst nicht zu haben ist. Oh, ist so, die gab's dabei. Trick. Denn für eine komplette Sammlung müsste jeder von ihnen viermal ins Kino, mindestens. Meftu und es ist ein Junge, Meftu! Meftu, wer die nicht so genannt. Guckt für. Euch Ehrenbruder Sassan an, der Türk oder was auch immer, Türk, Libanese, Leute, Marokkaner, Meftu. Man weiß es nicht genau, aber der war schon damals dabei, Leute. Und ja, auch der Dude rechts, den ihr seht, damals schon den Levi's Sidecut gehabt. Der war seiner Zeit voraus. Und Meftu, Freunde, den kennt ihr auch. Das ist Meftu. Das ist Meftu. Psycho-Pokémon. Und das ist eigentlich das Allerstärkste. Was kann das alles? Also, das kann Psychokinese. Kinesung. Sternschauer. Sternschauer. Wie ich das sage? Ich sag Sternschauer und Reflektor. Tackle. Was Tackle kann der nicht, Junge? Also schon ein wichtiges Pokémon. Ja, also man braucht eh alle 150. Also aber man sagt halt auch im Film, dass das halt das einzige Pokémon ist, das ein böses Herz hat. Halt Lüge. Zu den anderen. Das ist ein böses Pokémon? Ja, nein. Das, warum? Das weiß ich nicht, weil das zu Gentherapien wurde das gebaut. Egal, ich war einer von denen. Ich kann dir nichts Böses, Leute. Ich bin einer von denen gewesen. Ich war in deren Alter. Fühlen das halt. Die fühlen das. Ich will dir nichts Böses. Ich bin einer von denen. Jungs. Falls ihr das hier sehen sollt, falls ihr das auf YouTube hochladen und ihr sehen sollt, ich bin einer von euch, ich mache mir nicht über euch lustig, ich weiß, ich war genauso wie ihr, also kein Problem, Leute. Das ist nicht so auf die Welt gekommen oder so, sondern das wurde halt hergestellt mit den ganzen Kräften von den anderen Pokémon. Vom Mew, wenn ich bitten darf. Aber jetzt freut ihr euch erstmal auf den Film, oder? Ja, natürlich. Ja, normal. Der Ansturm. Nur diese Jacke, Freunde, die Jacke von dem Linken, ohne Witz, die habe ich auch gehabt. Diese Jacke. Freunde. Wenn ihr ihn anguckt, so, er hat viel bessere Karten als ich. Ist so, aber Junge, diese Jacke, die der Linke hier anhat, ohne Witz, die haben richtig viele damals angehabt. Richtig, richtig krasse Jacke gewesen. Das war so eine, da konntest du innen drin das rausnehmen und dann konntest du die auch im Sommer als Regenjacke tragen, aber im Winter konntest du quasi so dieses Innenleben reinpacken und dann hast du eine Winterjacke gehabt. Das war voll fancy damals im Jahr 2000. Ja. Man kennt es, Freunde, ne? Okay, aber jetzt freut ihr euch erstmal auf den Film, oder? Ja, natürlich. Der Ansturm auf den eher schlichten Zeichentrickfilm aus Japan ist enorm.
Bis zum Osterwochenende. Boah, Junge, wie die disst, ey. Die ganze Zeit dem eher schlechten Zeit. Der war voll gut, der war voll traurig. Freunde, wisst ihr, wie ich geweint habe, als Ash zu Stein wurde, Pikachu geweint hat? Auf den eher schlichten Zeichentrick. Schlichten. Okay, sie hat schlichten gesagt. Ach so. Okay. Okay, weiter. Japan ist enorm. Bis zum Osterwochenende sind fast alle Plätze ausverkauft. Ausverkauft für einen Film, über den Erwachsene bestenfalls den Kopf schütteln. Freunde, nochmal. Ganzes Wochenende, ein Anime-Film, ein ganzes Wochenende ausverkauft. Ich mache euch die Ankündigung, Leute, das werden wir hier in Deutschland nie wieder haben. Ne? Dass ein Anime-Film komplett übers gesamte Wochenende in allen Kinos ausverkauft ist. So. Ne? Wird man nie wieder erleben hier. Ich rede immer wieder von dieser goldenen Zeit, Freunde. Ihr kennt die Boomer-Stories. Hier seht ihr Live-Aufnahmen aus dieser goldenen Ära. Macht euch bereit. Für den Trailer. Ultimativen Showdown. Wie oft habe ich diesen Trailer im Fernsehen gesehen? Mew gegen Mewtwo. Der Junge ist so. Er heißt Mewtwo. Er heißt Mewtwo. Ja, aber der hat es halt nicht gewusst. Zum Beispiel so diese Pokémon-Koffer, diese Sticker. Er hat 25 Mark gezahlt. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Und, Was ist denn das? Ja, ich finde es einfach unmöglich, den Kindern so das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, aber das ist halt, guck mal, 25 Mark, das sind 12,50 Euro, ne? Also damals, ich habe damals für keine... Für den Koffer? Oder... Na, für die Karten, die er sich da geholt hat, oder das nicht? Hast du nicht gerade von Koffer geredet? Warte. Zum Beispiel so diese Pokémon, Koffer, diese Sticker, er hat... Sticker, diese Koffer, diese Sticker, die hat sich versprochen, die wollte Karten sagen. Stattdessen sagt sie Koffer. So. 25 Mark gezahlt, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ja. Und ich finde es einfach unmöglich, den Kindern so das Geld aus der Tasche zu ziehen. Da muss ich sagen, meine Mutter hat das nie gemacht. Also nie so gesagt, den Kindern wird das Geld aus der Tasche gezogen. Meine Eltern haben das aber auch immer so gemacht. Die haben gesagt, ey, pass auf, du kriegst dann und dann gibt's, sage ich jetzt mal, kannst du was geschenkt haben, wenn Geburtstag, Ostern und sowas, ne? Mit 10 Jahren habe ich kein Taschengeld gekriegt. Da habe ich zum Schwimmunterricht, mussten wir damals in die Spinte, mussten wir 2 Markstücke reinpacken. Ich hatte einmal die Woche Schwimmunterricht. Und deswegen habe ich einmal die Woche 2 Markstücke bekommen. Und das 2 Markstück habe ich einfach immer gespart und dann habe ich mir davon später was geholt. So ein Ding war das, Freunde. Ja, Leben am Limit damals in den wilden Anfängen der 2000er, ne? Seit gut einem Jahr rollen die Geschütze der japanischen Marketingstrategen über Deutschland. Ein Großaufgebot von Werbemitteln soll nach den USA jetzt auch die deutschen Kinder heim ins Nintendo-Bereich holen. Weltweit hat die Strategie bereits bestens funktioniert. Auf 30 Millionen Gameboy- und Spielekonsolen kämpfen 150 Taschenmonstertypen. Und auch in Deutschland landeten seit Markteinführung 800.000 Computerspiele und über 65 Millionen Pokémon-Sammelkarten in den Händen der Zielgruppe. Oh, Freunde. Guck ihn dir an. Das, Freunde, ist der Himmel gewesen. Guckt euch an, also nicht der Typ, sondern hier der Rest, was da so hängt. Das ist der Himmel gewesen. Die Gameboys, die bunten. Nintendo 64, Freunde. Die Pokémon-Spiele. Pokémon Pikachu Tamagotchi, was ich übrigens auch gehabt habe. Das, Freunde, sind Juwelen gewesen. Wenn du als Kind, wir hatten damals ein Toys R Us noch bei uns, wenn wir im Toys R Us waren, Leute. Das war Genuss, Freunde. Im Toys R Us einfach nur geil gewesen. Ich kann es nicht anders sagen. War richtig gut. Und das war halt immer so ein Event. Und es war specialig. Muss ich einfach mal so sagen, wie es war. Das komplexe Monsterkonzept trifft. Mitten ins Kinderherz und tief in die Sparbüchse. Okay, der Erfolg von Pokémon liegt primär darin, dass die Kinder in die Rolle des Pokémon-Trainer Ash schlüpfen und mit ihm eine Abenteuerwelt und seinem Freund Pikachu durchleben. In dieser Abenteuerwelt stoßen sie immer wieder auf neue Fabelwesen, die schon besprochenen Pokémon. Und der Drang und die Leidenschaft, immer mehr Pokémon zu sammeln und zu finden, ist eigentlich das, was die Faszination des Produktes ausmacht. Ich muss ihn korrigieren. Niemand wollte Ash sein. Niemand wollte Ash sein. Pikachu als Partner okay, aber Ash wollte niemand sein. Und auch die glücklichen Inhaber der Pokémon-Lizenzen bombardieren den Markt mit einer gigantischen Anzahl von immer neuen Plüsch- und Plastikkreationen. Hasbro ist komplett explodiert. Guckt euch das an, die ganzen Plüschfiguren. Ich habe auch so viel Pokémon-Merch, Leute. Also ich habe es heute nicht mehr, aber damals habe ich so viel Pokémon-Merch gehabt. Es ist einfach so, dass du hast einfach deine Eltern angebettelt und die haben es dir irgendwann gekauft, weil du denen so auf den Sack gegangen bist.
Leichtere Zeiten, meine lieben Freunde. Ja, sie sind niedlich und sie sind klein und aus Plüsch und das macht es besonders niedlich. Dann haben wir hier unseren interaktiven Pikachu. Er spricht, er leuchtet mit den Wangen, die Ohren bewegen sich und der Mund bewegt sich. Oder hier Anton. Hat er nicht gesagt. Anton. Freunde, es gibt Anton, aber es gibt auch seinen Bruder. Die Wangen, die Ohren bewegen sich und der Mund bewegt sich. Es gibt seinen Bruder. Oder hier Anton. Anton. Er vibriert, er lacht. Und auch er spricht. Aber wie der Typ auch einfach sich freut, so wie er versucht, das so, ich habe hier etwas, womit ich euch Cash aus der Tasche ziehen möchte, euch Eltern. Die können sprechen. Kauft es. Kauft Anton. Kauft Anton und Pikachu. Also, er vibriert, acht auf seine Hand. Er vibriert, er lacht. Junge, er drückt Anton in die Hoden, Leute. Er drückt Anton einfach in die Hoden. Er spricht. Sogar unter dem Kruzifix toben Glurak, Pikachu und Aerodactyl. Grundschule Waldham, Klasse 4a. Rektor Anton Hötzinger erhält Nachhilfe in Sachen Pokémon-Spielkarten. Ich möchte mich heute ja mal... Also der Typ, ich sag jetzt einfach mal Ruhe in Frieden, weil der wird safe dote sein. Das ist 20 Jahre her. Also wenn der noch am Leben ist, Respekt, mein Freund. Mit euch über diese Pokémon unterhalten. Also Gott, ist und so jetzt peinlich. Und jetzt guckt in die Gesichter. Ihr so um das Jahr 2000 so alt wart. Fühlt ihr das? Seht ihr diese Gesichter und wenn dieses Thema auch angesprochen wurde? Ihr wusstet genau, der will jetzt mit uns über Pokémon reden. Der will's wirklich. Der will's drauf anlegen. So, jetzt bräuchte ich Meinungen dazu. Was haltet ihr von den Pokémon überhaupt? Geil. Junge, wie viele Mädchen sind in dieser Klasse? Diese ganze Klasse, die haben da ein Harem, die Jungs, ey. Ich weiß, da machen die sich keine Gedanken in der vierten Klasse drüber, aber... Ich find's cool, die Sendung ist cool, alles ist cool. Junge, guckt ihn euch an, guckt euch den Ficker an. Der ist der Ficker gewesen, guckt ihn euch an, Leute. Guckt euch diesen Ficker an, guckt euch seine Kappe an, wie er die Kappe falsch rum aufträgt, so wie ich das heute noch mache. Er ist einer aus meiner Generation, das sehe ich sofort. Ich fühle ihn. Ich sehe das. Ich sehe ihn. Guck mit seinem Kollegen direkt so. Du bist der Ficker, zeig's ihm richtig. Guck dir seine Pokémon-Karten an, die er da liegen hat. Siehst du die? Vor allem, wie er jetzt noch... Der will ein bisschen flexen. Was er aber natürlich nicht sagt ist, oder was nicht auffallen soll, ist, dass er da Energiekarten liegen lassen hat, die niemand gesammelt hat, weil Energiekarten waren Schmutz. So, trotzdem hat er die hingelegt, damit das aussieht, als hätte er mehr, weißt du? So einer ist er. Ja, tut mir leid, ich fühle das gerade. Das sind so... Ich bin einer von denen gewesen, Freunde. Ja, ist einfach so. Ist so. Der Coole der Klasse. Er ist der Coole der Klasse. Auf jeden Fall, würde ich sagen, vor allem mit seiner Kappe. Ich habe damals natürlich noch nicht so die Kappen getragen. Vor allem, wir durften auch im Unterricht keine Kappen tragen. Ja. Aber er ist einfach ein Bad Boy. Er setzt die Kappe einfach im Unterricht auf, Leute. Ne? Er hat es einfach gemacht. Ne? Heute ist er Dealer. Man kennt ihn, Freunde. Damals Pokémon-Karten gedealt, heute das Weed. Ich habe mir erst also Karten angeguckt. Und ich komme nicht ganz dahinter, wie das Spiel funktioniert. Ist jemand von euch, der mir das erklären kann? So. Wer direkt zu dem Typen guckt, der ihm was gesagt hat. Richtig. Was ich aber sagen kann ist, 90% haben nicht gewusst, wie das Spiel funktioniert. 90% haben es einfach nicht gewusst. Es gab dann noch so 5%, die konnten es ein bisschen und weitere 5%, die haben Pokémon-Karten richtig gespielt. Aber der Großteil, die 90%, haben einfach nur die Karten gesammelt. Ist einfach so gewesen. Jeder hat diese Karten gesammelt und niemand wusste, wie man damit spielt. Das war einfach so. Der Chat, der gibt mir auch gerade recht hier. Das ist halt so gewesen und ich bin jetzt mal gespannt, ob die Kinder in der Lage sind, ihm zu erklären, wie das Spiel klappt. Ich glaube es nicht. Andreas. Da stehen halt... Also da wie höflich er ist und einfach... Darf ich mal nehmen, ja? Stehen halt jetzt hier die Attacken drauf und dann zum Beispiel, wenn man jetzt... Du merkst so richtig, er findet gerade einfach die Regeln. Er versucht gerade das irgendwie zu machen und der andere, guckt euch den in dem roten Pulli an, er sitzt da so, boah, Bruder, versuch's nicht. Versuch's dem alten Sacknass nicht beizubringen, es hat keinen Sinn. Lass es. Jetzt hier Saft von Stachelspore, wie das heißt, halt nimmt. Freunde, so wie vorhin die Gehirnmasse bei uns weggegangen ist, als wir dieses Hilf mir
geschaut haben. So geht gerade die Hirnmasse bei ihm raus, weil er versucht das gerade irgendwie dem Alten zu erklären, aber er merkt, das wird nichts. Das wird halt einfach nichts. Dann muss man halt zwei solche Karten. Er kann die Regeln. Pokémon, eine Welt zwischen Pokémon Stadium 1. Psychoschlägen und Powerattacken. Eine Welt, in der Turtok, Radikal, Arbok und Radfratz gegeneinander antreten und auch die Experten hin und wieder überfordern. Freunde, wenn der Windows 98 Computer richtig kickt, Freunde, und nebenan noch der Hightech-Röhrenfernseher ist, geil. Hilfestellung gewährt die Hotline des Herstellers. 6 Stunden täglich sind dort die Pokémon-Fachberater zu erreichen. Junge, bester Job seines Lebens. Guck mal, der ist so 10 Jahre älter als ich. So, überleg mal, der wird 40 wahrscheinlich dieses Jahr. Wenn nicht, ist er schon 40. Der saß damals da in der Hotline und hat den Leuten erklärt, wenn Kinder angerufen haben, wie besiege ich welches Pokémon. Jetzt kommt's. Ich will dir den Spaß nicht vorwegnehmen. Also du wirst da schon alleine drauf kommen. Die Sache ist die, du kommst da nicht drum rum. Also du kannst dich da nicht drücken. Und wenn du dich als bester Trainer beweisen willst, wie es in dem Spiel ja sein soll, dann stößt er automatisch schon auf den Mio. Der wollte... Würde ein Lösungsbuch sowas schreiben. Moment, der rackt den gerade. Der verarscht den gerade. Pass auf, der hat selber keine Ahnung. Pass auf, ich sag dir, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, pass auf. Von mir wissen, wie man das mysteriöse 151. Pokémon freischalten kann. Also beim Stadium ist es so, dass eben erstmals das 151. Pokémon vorkommt und ja, das möchten die meisten Kinder wissen. Aber das verrät sie ihnen nicht. Na, ich möchte den Kindern den Spaß eben nicht wegnehmen. Ich gebe ihnen eine Hilfestellung, einen kleinen Tipp, wie sie am besten vorankommen und der kommt schon von alleine drauf. Bruder, das war, wenn mich nicht alles täuscht, ist das die größte Lüge seines Lebens. Du hast nämlich Mew nur gekriegt durch einen Trick, durch einen Glitch eigentlich. Du konntest den nicht kriegen. Du konntest Mew so nicht kriegen, sondern du musstest so ein richtig mit Schrittreihenfolge mit rechtzeitig Start drücken, bevor du in den Trainerkampf gehst, dann Teleport oder Fliegen einsetzen. Du musstest richtig was Krasses machen, damit du Mew kriegst. Und du konntest das quasi nicht auf einem legalen Wege finden. Und er verkauft das jetzt hier gerade so. Also wird das voll gehen. Ja, ich will den Spaß nicht wegnehmen. Spiel das Spiel mal weiter. Geh deinen Eltern weiter auf den Sack. Dieser Blick, Freunde. Der hat den verarscht, Leute. Das ist das, was ich gerade meine. Der hat den verarscht. Der hat selber keine Ahnung. Guckt euch seinen Blick an. Er guckt so richtig, als wenn er sagen würde, ich habe selber keine Ahnung, was ich hier sage. Aber das ist vollkommen egal. Er redet von Stadium, Kev. Ja, aber in Stadium war es auch nicht. Ich habe Pokémon Stadium 1 und 2 durchgezockt. Aber richtig. Auf Dingens. Ich hatte Dodri-Turm. Alles hatte ich bei Pokémon Stadium 2. Jetzt hier kurze Pause. Ich google es. In Stadium gibt es kein Mew zu gewinnen. Man kann es höchstens bekommen, wenn man ein Mew auch auf eine Edition hat und es tauscht. Aha! 2001 sogar geschrieben. Doch zwischen einfachem Spaß und ernstem Geschäft sind die Grenzen im Pokémon-Wahn fließend. Köln Heumarkt. Ein Geschäft, in dem Pokémon-Sammelkarten getauscht und gekauft werden. Die Spanne der Taschengeldanlage reicht von 50 Pfennig bis mehreren 100 Mark, wohlgemerkt pro Karte. Ein Nährboden auch für unseriöse Angebote. Das ist eine Promokarte, kostet eigentlich 200 Mark, aber das ist gefälscht, also kostet sogar keine 50 Pfennig. Wie ist die gefälscht worden? Also auf ausgeschnitten, so wie ich das sehe. Und dann auf eine Energiekarte geklebt. Weil er dann sieht das hier so hinten aus. Hat auch den Anfühl, dass er wie eine, so eine Pokémon-Karte von hinten. Mr. C. Und von wem hast du die gekriegt? Von ihm. Und du hast er ist der Dealer. Vor meiner Klasse. Natürlich, Freunde. Also, er sagt so, klar habe ich die gefälscht. So, was ist los, ne? Ich deal das Zeug. Ich hab's. Nein, Spaß, Leute. So eine Fälscherwerkstelle, oder was? Ja, ich kaufe jetzt hier auch an. Hier war gerade ein Junge. Er sagt, möchtest du Mew haben? Ich sag, ja, ist der Original. Hat er gesagt, nein, gefälscht. Gib mir 6 Mark, dann krieg ich den gefälschten. Dann hab ich gesagt, woher kriegst du die? Sagt er, der macht die selber noch. Dann kaufe ich den, am Montag kommt der. Gib ich ihm das Geld, hab ich die. Oder er könnte mir die selber faken, anstatt auf ihr Geld rauszugeben. Ja, aber du konntest damals ja nicht so gut faken. Guck dir die im Hintergrund an, die sind schon so 14, 15. Das sind schon die dann gedealt haben. Die wussten so, hey, Vater hat einen Drucker und so, ne? Kann ich zu Hause drucken? Ja, Freunde, Die haben's drauf, ne? Dann tausche ich mit kleinen Jungs. 300 bis 400 Kinder kommen im Schnitt pro Tag auf der Suche nach Karten und Plüsch-Pikachus.
Beim Run auf die Regale kann es durchaus zu zwischen. Junge, er fühlt die 90er. Es ist zwar schon 2000, aber er hat die 90er noch im Blut, also. Freunde. Mit dieser dicken Bomberjacke, diese Frisur, dazu die Kappe und Kaugummi schön kauen. Fan kommen. Und während am Spieltisch noch um bloße Punkte gezockt wird, schlägt draußen auf der Straße das Leben zu. Mein Sohn ist letzte Woche geklaut worden und das finde ich nicht gut. Karten. Und das finde ich das Schlimme an die ganze Sache, dass die Kinder untereinander anfangen, kriminal zu werden. Im Kampf um Monsterkarten folgt so mancher Fan dem Werbe... Man kennt sie, die kriminellen Pokémon-Spieler. Aber ganz ehrlich, Leute, das war nicht nur bei Pokémon so, später bei Yu-Gi-Oh! Sind Freundschaften zerbrochen. Und das sage ich nicht nur so, ich habe es live erlebt. Nicht durch mich, also ich habe nicht geklaut oder so, sondern ich habe Freundschaften zerbrechen sehen. Sagen wir es mal so, Leute. Slogan, schnapp sie dir alle, auch wenn das Taschengeld schon ausgegangen ist. Was hattet ihr für Karten geklaut? Also Aerodactyl, also meine Map ist mir eben hingefallen. Und da habe ich mit ihr getauscht, also wollte ich mit ihr tauschen. Und dann habe ich die irgendwo da hinten gefunden. Und dann habe ich nachgeblättert. Und dann war Aerodactyl nicht mehr da. Und dann habe ich den gefragt. Also da hat er vorher zu mir gesagt, ja, ich habe Aerodactyl. Glitzern willst du mit mir tauschen? Hat er gesagt, ich habe mir den davon gekauft, da habe ich ihn gefragt. Es wurde kein Aerodactyl gekauft. Ja, da ist es so klar, dass er den geklaut hat. Das tut mir voll leid. Er wurde abgezogen, Leute. Er wurde einfach abgezogen. Aber er hat den Fehler gemacht, Leute. Er hat voll geweint, hast du die Tränen gesehen? Er hat geweint. Ich fühle es, Leute. Er wurde beklaut, aber er hat den Fehler gemacht und seine Pokémon-Karten aus der Hand gegeben. Größter Fehler, wenn jemand deine Pokémon-Karten oder deine Yu-Gi-Oh!-Karten sehen wollte. Du hast dem deine Karten nicht gegeben. Das eiserne Gesetz, Leute. Du gibst deine Karten nicht aus deiner Hand. Weißt du, viele sagen immer, es ist so ein Allmann-Move, dass du deine Karten nicht rausgibst. Heute würden das viele sagen. Damals, Freunde, da ging's, wenn du deinen Stapel jemanden in die Hand gegeben hast, die Wahrscheinlichkeit, dass er dir ein paar Karten abzieht, vielleicht sogar Karten, die du gar nicht brauchst oder gar nicht mehr wusstest, dass du die hast, aber die Wahrscheinlichkeit war sehr hoch, meine lieben Freunde, ne? Das kann man schon mal so zur Kenntnis nehmen. Wie heißt er? PR-Termin in einem Oberhausener Kaufhaus. Doch der überlebensgroßen Figur schlägt Misstrauen in... Damals hat Pikachu noch gerne Pizza gegessen. Ne, der hat ja noch... Pikachu hat aber auch hart abgenommen über die letzten Jahre. Das ist jetzt kein Scheiß, Leute, sondern der ist halt wirklich... damals war Pikachu fetter in der Serie. Pikachu Karten. Auf Karten war Pikachu fetter. Im Spiel war der fetter. Heute ist er echt dünn, ey. Der hat... heute ist er ein Magermodel. In Sachen Kampfestauglichkeit entgegen. Ja... Ein großes Pikachu, aber ich weiß nicht, ob so ein Pikachu überhaupt einen Donnershop machen kann. Der ist so fett. Nach der Kinovorstellung geiler geht Ding. Der Kult im Kinderzimmer weiter. Sassan und seine Freunde nehmen den Kampf wieder auf. Diesmal schlägt Garados Ingox mit Feuersturm. Ich weiß, was sie... Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Garados schlägt... Pass auf, wen schlägt sie? Freunde nehmen den Kampf wieder auf. Pass auf. Diesmal schlägt Garados Ingox mit Feuersturm. Ingox. Also, ich erkläre euch mal, warum sie Ingox sagt. Ich predikte jetzt. Bei Pokémon Stadium war das immer so, dass wenn du Leih-Pokémon genommen hast, oder dein Feind hatte ja auch mal Leih-Pokémon, dann wurden die Namen so vertauscht, dass einfach in der Mitte des Namens quasi die beiden Blöcke vertauscht wurden. So hieß dann nicht mehr Glurak, sondern... Ich kann es jetzt nicht in meinem Gehirn gerade machen, aber ihr wisst, was ich meine. So, Dodo hieß dann zum Beispiel Ott-Ott. So in diese Richtung, weißt du? Und das, die hat es jetzt einfach vorgelesen, was auf dem Bildschirm steht. Ingox, das 152. Pokémon. Das war bei Pokémon... Pass auf, ihr werdet es jetzt safe gleich sehen. Doch ein kleiner Schiff... Sag ich doch. Da, Ingox, pass auf. Was ist es? Was könnte Ingox sein? Ingox. Schönheitsfehler bleibt. Pokémon Nummer 151 aus dem Kino fehlt. Zumindest bis zum nächsten... Duflor soll das sein. Warum heißt Duflor Ingox? Software-Update für ca. 70 Mark. Volltreffer. Die Kids sind mit ihrem... Oh, das Pokémon ist nicht mal besiegt gewesen. Doch einen Gegner gilt es jetzt noch zu schlagen. Und zwar... Pass auf, da war gerade Tuktor. Die Kids sind mit ihrem virtuellen Kampf heute zufrieden. Doch einen Gegner... Toktur. Wegen Turtok. So hat sich das... Ja, versteht ihr jetzt, was ich meine, Chat? Bei Pokémon Stadium war das immer so umgekehrt bei diesen Leih-Pokémon. Deswegen heißt hier Turtok bei dem anderen Tuktor. Sieht zumindest so aus. Ja? Oder Toktur. Toktur. Da gilt es jetzt noch zu schlagen. Und zwar in echt. Ich bin der Schluss für heute. Aufstehen. Aber wir sind gerade so weit. Was? Wir sind gerade so weit. Ja, aber das reicht heute. Du musst nach Hause. Ihr müsst auch alle nach Hause, ne? Oder musst du weiter?
Ich immer. Müssen nach Hause. Nö. Essen. Ja, nervt sie das manchmal hier? Wenn es so lang geht, ja. Nein, ich bin fast nie so lang. Ja, aber heute dürfen sie ein bisschen länger. Aber sonst dürfen sie nicht so lang, ne? Ja, wir haben eh Ferien, da kannst du mir nichts verbieten. Also ja, wir haben eh Ferien, kannst mir gar nichts verbieten. Was los? Junge, Alter, legendärer Typ, Leute. Der Dude ist, guck wie er lacht, guck und ist guck so. Wie er lacht. Er sagt so, Bruder, was? Ich zeig's dir hier. Er ist so richtig cool ist vor seinen Freunden. Er ist so, meine Bros sind hier vor der Kamera, hinten noch das Rayman-Poster, Zelda-Poster auch ist noch so. Am Start. So. Der Dude, Alter, der fühlt Nintendo. Einer von uns, guck Freunde. Ist so, Donkey Kong hat er auch noch am Start. Geiler Typ. Donkey Kong 64-Poster ja. hat er auch noch. Geiler Typ, Leute. Geiler Typ. Guckt den euch an, Alter. Der ist ein Alpha, Freunde, muss man sagen. Ferien. Und zwar 2 Wochen lang. Donnerschock. Das war scheiße. Ich fand die super unterhaltsam. Ich habe das richtig gefühlt, Leute. Ich habe das anders gefühlt jetzt gerade, Leute. Junge, richtig geil.